Jetzt auch damit an. Ja. Ja. Ja, ich bin da eigentlich auf das. Warte mal, nee, wie würden sie sagen? Ich bin YouTuber, ich darf das. Jo. Damit hättest du nie gerechnet, ne? Also. Wo sind meine Siblings hin? Da. Palim? Palim, Palim. 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 Paluff, luff, luff. Der Melvin geht heimlich in den Puff, Puff, Puff. Das darfst du nicht so laut sagen. Okay, dein Vater muss Folge 3 gucken. Jetzt weiß er, wo sein hart verdientes Geld hingeht. Ja, Mammutbaum, nice. Ab geht's. Vor allem. Dein Vater hat gesagt, der findet das Intro geil. Ja. Der soll sich echt mal die Folge angucken. Nein. Doch, denn dann, ich sag jetzt was zu deinem Vater. Nehmen Sie Ihren Sohn. Jetzt habe ich Kopfhörer, also. Nee, der soll sich ja die Folge angucken. Er soll mit dir zusammen in den Puff gehen. Dann bist du mit 10 Jahren ein Mann. Bin 14. Dann lohnt sich der Puff nicht mehr. Dann brauchst du schon eine Gilf. Die findest du in der Straßenecke. So, für alle, die das Video sehen, wir quatschen gern bekloppt. Vor allem der Melvin. Ey, wir sind halt. Wir sind verrückt. Was soll man sonst erwarten? Ah, genau, das habe ich in der ersten Folge vergessen zu sagen und in der zweiten auch. Es können noch weitere Leute mitspielen. Die Whitelist ist immer noch offen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch jemanden kennt, der Lust hat, dann sollen sie sich melden. Oh. So. Also, Melvin? Ja? Guck mal meine Plattform an. Die breitet sich immer weiter aus. Brauchst eigentlich nur auf die Map oben gucken. Ja, und ich kann auch zu dir rüber gucken. Wo ist grad? Genau. Ich frag mich, warum habe ich so viel Chunks geklingt? Ja. Damit groß soll das anscheinend werden. Damit Melvin keine Chunks mehr hat. Ich besorg mir meine Chunks schon. Ach, du besorgst es dir? Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Aber bitte nicht mitten in der Aufnahme, denn ja. Meine Kinder gucken meine Videos auch. Leider Gottes ist das so. Die gucken die Videos wirklich. Was war denn das? Das war eine Fliege. Das habe ich rausgehört. Echt? Ja. Ja, Fliege. Bei wem? CO2. Was? Fliege? Bei dir ist irgendwo. Oh, lol. Das Mikro. Ah, Leute, die sind mitten auf meinem Mikro gelandet. Ich hab's nicht mitbekommen, sorry. Kein Problem. Mich alles gefunden. Ey, das hat sich aber angehört wie so ein richtig heißer Pups. Ich mach mal bei mir Licht an, dann sehe ich das frühzeitig. Okay. Ich bin ja noch da. Ich muss mich ja nur umdrehen, dafür so gesehen. Da ist Lichtschalter. Apropos. Ich habe ja in meinem neuen Wohnzimmer dann zwei Lampen drin. Cool. Edel. Ach, hast du jetzt eine Wohnung gefunden? Ich habe heute soweit alles abgeklärt und wenn alles gut geht zum 1.8., ja. Allerdings, ich habe ja dann die Kinder trotzdem 15 Tage im Monat bei mir, was mich halt aber auch nicht stört, weil es sind halt meine Kinder. Ich wollte Kinder haben und ich kümmere mich darum. Auch wenn sie mir gerne mal den letzten Nerv rauben. Aber ist ja wie bei Melvins Eltern. Ist ja wie bei Melvins Eltern. Sie dulden ihn ja auch noch. Für die nächsten 10 Jahre. Da kam das Wort noch vor. Ja. Für die nächsten 10 Jahre bist du dann 18, bist du ausgezogen. Nein, die Erde! Ist sie etwa runtergeplumpst? Ja! Dann stell neue her. Ja, mit einem Kompost.
mit einem Barrel. Ja. Du spielst ja auf Deutsch? Nee. Dann heißt das Barrel. Okay. Er spielt auf Deutsch. Ich spiele nicht jemand mehr auf Deutsch. Also. Und jetzt ehrlich? Na, ich spiele das halt wirklich nicht auf Deutsch. Das hoffe ich auch mehr oder weniger. Ich kriege immer einen Anfall, wenn ich höre, dass Leute Modpacks auf Deutsch spielen. Nee. Naja, ich habe es eine ganze Weile auch auf Deutsch gespielt und dann bin ich auf Englisch umgestiegen, weil das viel besser ist. Oh, die Namen sind dann viel besser von den Gegenständen her. Ist jetzt nicht so. Das könnte ich nur Deutsch. Kannst du Türkisch? Kannst du Türkisch? Ich habe einen türkischen Freund. Kannst du Türkisch? Nee. Kannst du Englisch? Ja. Kannst du Russisch? Super. Nee. Kannst du Italienisch? Italiano Pasta? Ich würde jetzt sagen, jetzt bist du ein Narr, weil du keine Fremdsprachen kannst, aber okay. Jetzt bist du natürlich ein sehr netter Mensch, meinte Alk. Ja, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich schlag gerne über die Stränge, das ist das Problem. Das kenne ich. Und dann bin ich halt immer der Böse. Das kennt man ja zu gut. So. 1, 2, 3. Jetzt fehlen wir. Ich wollte nachgucken, den Schiffen und Bock, wie weit die Mob fahren, der muss 25 Blöcke haben. 1, 2, 3. Hä, aber ich hab das doch. So. Dann kommt das hab ich hier. Ich hab wieder 9 Erde. Wieder Compressed. 21, 22. Ich hab 12 Erde. 25. War etwas laut im Power. Ich habe 10 Steine. Mache ich mit einem Hammer. Und dann gehe ich auf den Crucible. Ich habe mein Crucible verkackt. Nee, ich mache ja hier diesen gebrannten, damit ich Lava. Ja, den habe ich bei mir verkackt. Wieso? Was hast du gemacht? Ich habe das Porzellan gebraten, anstatt zum Crucible erst zu formen. Okay, jetzt weißt du auch, warum ich das Bone Meal die Knochen aufhebe. Die Knochen habe ich auch aufgehoben. Ich habe nur die, ich habe es auch umgecraftet in Bone Meal und das Bone Meal dann mit dem Plate zusammengeworfen. Nur vergessen, dass man es dann direkt schon umformen muss in den Crucible. Ich habe es nämlich direkt in den Ofen geworfen. Hm. Weil ich dachte, ich bräuchte die Porzellan Bricks. Also ich weiß, dass Tilebox manchmal so prasslich ist, aber du? Nee, es gibt auch Modpacks, wo es halt ein bisschen schwieriger gemacht ist, dass du es erst brennen musst. Ja, Stranded. Da musst du halt noch Asche mit dazu machen. Was machst du mit Fahnen? So, ich brauche 3, 6, 7 Stück für ein erstes Mal. Also noch einmal Wasser herstellen. Scheiße, jetzt geht's bei mir gerade los. Mach ich mit diesen Wood-Chippings. Was? Das ist, wenn du mit dem Hammer, glaube ich, Holz abbaust. Das kannst du benutzen, glaube ich, als Brennstoff. Achso. Ja. Ich baue mich jetzt erstmal schnell zum Spawn. Warum das denn? Weil ich keinen Bock habe, dann immer rüber zu fliegen. Ich weiß ja nie, wann die ersten. Also, wann das Netherportal und so kommen. Habe ich jetzt Bock, 100 Blöcke zu setzen? Ich bin gleich da. Hm. Stimmt, warum baue ich mich darüber? Was macht der Tyrox so lange? Schreiben. Glaub ich auch. Crucible.
Ich brauch Porzellan. Porzellan bekomme ich klären, bauen mir. Wie bekomme ich durch? Ich hab keine Ahnung. Dust in den Crucible mit Wasser schmeißen. Dust. Okay. Ich brauch Dust. Dust. Ich brauch Dust. Du. So. Oh nein, er hat den Baum infiziert. Ja, da hast du jetzt ein Problem, vor allem wenn du kein Sapling mehr hast. Ach doch, ich hab ein Sapling. Scheiße. Hehe. Ich denk mal nach. Seit wann? Seit? Du 9 Jahre alt geworden bist? Ja. Okay. Ich bin ja schon 14, also. 9. 14. 9. 14. 9. 1, 4, 14. 5. 1 und 4 sind 5. Kann ich mal rechnen. Also, Melvin, ne? Du reitest dich immer mehr in die Serre. Ich glaube, ich soll einfach aufhören. Nö. Von der neuen Baumart direkt. Du hast jetzt einen Vertrag hier, du musst das Modpack durchspielen. Zu 100%. Immer dann, wenn es online ist, also 24/7. Ey, nee, das. Machst du den auf Tyrox, bleibst einfach mal 3 Tage hintereinander weg. Ey, aber wirklich, ich stehe früh um 4 auf, starte den Rechner, lade die Videos hoch, starte den C. Kann ich erst beim Voice-Chat gehen, weil Tyrox da drinnen rumpimmelt. Ja, ich hab's gesehen. Und auf der Map sieht dein Gebilde echt komisch aus. Woran du schon wieder hier denkst, ey. Das war bestimmt eine Absicht. Nein, überhaupt nicht. Wenn, dann müsste der zu dir zeigen, dann bräuchte ich noch weiße Blöcke. Oh. Ich sage nur Arg und deine coolen Tattoos, die du gekriegt hast. Apropos, hast du das Tattoo auf deinem Rücken auch gesehen? Ich hatte das auf meinem Rücken. Du hattest was auf dem Bauch? Das ging über deinen Hals bis zum Gesicht, also auf dem Oberarm und auf dem Rücken hattest du was. Ich glaube, da joint heute noch jemand auf dem Arc-Server. Oh ja. Überhaupt. Wenn überhaupt. Also, no. Du musst. Eine kurze Frage: Sind Mob-Spawns an sich an? Warte. Jetzt, der lief noch auf Easy. Der Server. Ja, Easy ist aber auch Mob-Spawns. Nein, echt? Ja, stimmt, Peaceful ist aus. Nee, aber ich hab's gern, wenn die auf normal laufen. Jetzt brauche ich erstmal eine scheiß Axt. Und ich hab kein Holz. Doch, ich hab ein Holz. Wofür brauchst du eine Axt? Ich will das dämliche Gebilde dort wegmachen, was ich gebaut hab. Scheiße, jetzt hab ich Sticks hergestellt, ernsthaft. Mann, warum? Ist alles Melvins Schuld. Nein. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Was? Ach nee, diesen Builders One Stock habe ich noch. Ich dachte, ich hab den vercraftet. Ja, aber anscheinend war es irgendwie wirklich irgendwas falsch, weil jetzt spawnen bei mir Mobs. Wo bist du? Das müsste die Luna, also hier hast du sein, dann bist du auf der anderen Seite vom Spawn. Naja, dann hast du die Blöcke nicht richtig gesetzt. Nee, ich hab nichts umgeändert. Nachdem du was umgeändert hast, sind jetzt erst angefangen zu spawnen. Ach so. Muss man nicht irgendwie, Scheiße, Melvin, gehst du mal darüber und tust diese Leiste voll Holz wegmachen? Nein. Warum? Warum muss ich das machen? Weil du das gebaut hast. Das warst du. Muss eh gucken, wie ich jetzt hier. Okay. Mann, oh. Jetzt sieht's merkwürdig aus. Oh Gott. Ja. Scheiße. Wie bekomme ich
Hä? Was brauchst du? Was brauchst du? Erzähl. Porzellan, Clay. Das kann ich anscheinend aus Clay und Bone mir machen. Jetzt brauche ich Clay und da steht Water Essence und Dirt Essence. Du musst Water, also Wasser im auch Crucible mit Leaves herstellen. Ach, ja, mit Leaves. Und da schmeißt Leaves. Du dann einen Block Dust rein. Und wenn du nicht weißt, wie man Dust macht, du brauchst einen Hammer. Mhm. Du brauchst Cobblestone, den hämmerst du zu Keys. Genauso wie auf Stranded. Dann hämmerst du es zu Sand und dann zu Dust. Und dann machst du diesen Dust-Block in den Crucible mit Water rein. Puh. Ist gar... Ah, okay, bei Stranded habe ich das ja alles gemacht. Okay, ich habe nichts gesagt, Melvin. Und man kommt doch an Cobblestone mit diesem komischen Kieselstein, oder? Ja, du kannst ja aber auch einen Cobblestone-Generator bauen aus Lava und Wasser. Dafür brauche ich aber den Porzellan-Crucible, oder? Um Lava herzustellen? Ja. Ja. Außer du hast eine Mob-Farm, es spawnt ein Mob und der gibt dir ein Loot-Bag mit einem Lava-Eimer. Jetzt gucke ich, wie man diesen Kiesel herstellt. Den kriegst du, wenn du Sand sieben, Stein sieben tust. Erde. Ja, Erde. Ah. Melvin, okay. Du machst mich kirre im Kopf. Ich weiß. Das zahle ich dir irgendwann heim. Irgendwann. Und Tarox hat wieder so einen Riesenbaum. 2, 3. 1, 2, 3. Komm ich wieder zu leben an. 1, 2, 3. Was? Was? 1, 2, 3. 1, 2. Warum habe ich jetzt hier 3 und dort habe ich 3? Warum? Egal. Ist es erlaubt, eine Brücke zur Mitte zu bauen? Natürlich, wollte ich ja auch erst machen, aber für mich fand ich das gerade irgendwie sinnlos. Weil ich sterbe, bei mir spawnt ja nicht, ich sterbe nicht, also. Für mich ist es nicht sinnlos, ich habe einen Teamkollegen, auf den der vielleicht noch rüber muss. Ja, den hätte ich dann schon, wenn er gekommen wäre, tippet. Also, das ist kein Problem. Bis jetzt sein können, dass er aber irgendwann nachts kommt, wenn du nicht da bist. Okay. Ja, nee, gut, dann wär's so ein Vorteil. Ich brauch hier, genau. Ich brauch einen Melvin. Warum arbeite ich eigentlich auf meiner Insel, wenn ich einen Melvin habe? Ich werde nicht für dich arbeiten. Warum? Mach ich doch jetzt schon. Wann? Ich bin in der Folge. Boah, das war eine Beleidigung jetzt. Und wir wollen noch zusammen bei Steam uns ein Game antun mit Tyrox? Ja. Boah, da wirst du dauerhaft gekillt. Nee. Weil ich dieses Projekt auch aufnehmen werde. Ich werde das... Du wirst ja, das, der Spawn hat Spawn Protection. Okay. Da muss ich das dann später oder morgen Vormittag mal ausmachen. Zumindest wirkt das so. Dann müssen wir eins mehr. Melvin, wo ist mein Dirt? Hab ich geklaut. Nee, warte mal, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, nee, du wirst das Projekt aufnehmen. Ich? Ja. Warum ich? Ich hab meinen Dirt gefunden. Ja, und? Der ist in der Werkbank. Nein, weil wir das Spiel nur einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen spielen an einem Tag. Ja. Und da wird aufgenommen und danach wird geschnibbelt und gerendert und dann wird es hochgeladen. Okay. So dass wir den Spielspaß an diesem Spiel nicht verlieren und daran dich zu töten. Und die Folge ist 20 Minuten lang, läuft bei mir. Bis zur nächsten Folge. Rockstar, Dancer, Taylor,